sono io, sono tu, sono tu. Special haben wir gehabt, gestern natürlich die Freiham wieder. Heute haben wir einen Wolfgang Beer und morgen haben wir noch einen Joe Star, der was ein super Bahnflötenspieler ist. Das Wetter spielt hoffentlich heute und morgen noch mit. Gestern war es nicht so, aber der Fanclub von Freiham war eigentlich super wieder. Das war das Full House gestern? Ja, wir haben ziemlich Full House gehabt gestern, ja. Jetzt sehe ich da, es geht ja wieder weiter. Das nächste ist schon das Maifest, das geht vom... Genau, das geht von 21.04., dann am 30.04. und am 1. Mai. Also da haben wir auch, am 29. haben wir die Freiham. Da sollten die Leute aber reservieren, weil sonst haben wir keine Plätze mehr frei. Dann haben wir den Wolfgang Beer und den Joe Star haben wir da wieder beim Maifest. Ja, und dann geht es schon wieder weiter mit Muttertag. Genau, Muttertag ist dann eben die drei am 7.05. sind die drei da. Das ist auch nicht schlecht, wenn die Leute reservierten. Und am Muttertag selber, Wolfgang Beer mit seiner Muttertagsgeschichte, was er hat, ist auch eine super Einlage. Ja, und Essen gibt es genug, zum Trinken gibt es genug, also verhungern und verduschen muss keiner, gell? Nein, Essen, Trinken gibt es genug, auch für die Kinder ist gesorgt, dass sie ein bisschen eine Abwechslung haben, dass die Eltern halt ein bisschen Ruhe haben, dass die Eltern ein bisschen auch ein bisschen entspannen können. Ja, also wir schauen, dass wir eigentlich für alle was haben. Ja, und wenn ich mir das Wetter heute so anschaue, schaut das aus, als ob es gestern brav gewesen war. Ja, gestern haben wir zwar alle brav zusammengegessen, aber es war trotzdem gestern schon sehr kalt. Also, ja, und wie gesagt, also, die Freiheit haben wir einen Fanclub. Wahnsinn, also gerade von dem Mario angefangen, von dem Fanclubleiter, der was das ganze Leiter immer Herz hat. Super. Ja, und unbedingt herschauen, macht Spaß, es gibt was Gutes zum Essen und eine Gaudi ist auch immer. Ja. Ganz, und wir haben jetzt ab April, wir haben es leider noch nicht gehabt, weil es jedes Mal hat müssen wettermäßig angesagt werden, aber wir haben auch immer jeden Freitag Karaoke, also wenn wer Lust hat und Karaoke singen will, kommt zu uns, ab Freitag 18 Uhr gibt es immer Karaoke, soweit das Wetter mitmacht, weil wir sind Open Air. Und wer es noch nicht weiß, da vorne ist die Donauförderstraße. Genau, das ist die Angelfeldstraße. Ja, vor der Linie 25-26 her, von Spitzweger oder von Kagranerplatz, Donauzentrum, also super Anbindung. Genau, dann sage ich schon danke und noch viel Erfolg für die restlichen Stunden, für den restlichen Tag. Wir danken euch fürs Kommen. Joe habe ich da. Du wärmst dich schon auf für morgen, gell? Ja, ich mache schon ein bisschen Unterstützung für meinen Kollegen da. Und da mich schon ein bisschen einfühlen in das Ganze. Bei dem Wetter ist ja schönes Wetter heute. Ja. Hoffentlich ist das morgen auch so. Und dann schauen wir noch. Dann haben wir drauf morgen. Du hast ein seltenes Instrument. Ich meine, man hört es jetzt schon öfters, aber normalerweise in unseren Breiten eher ein seltenes Instrument. Ja, das ist die Bahnflöte. Es ist nicht wie ursprünglich aus Südamerika, sondern aus Rumänien. Ursprünglich kommt er in der griechischen Mythologie schon vor. Der Gott Pan, der Hirtengott. Und das ist eines der natürlichsten Instrumente, die es gibt. Nach dem System ist ja auch die Kirchenorgel gebaut worden. Ne? Und es klingt halt absolut nach Natur. Also ich kenne kein Instrument, wo natürlicher klingt wie eine Bahnflöte. Und du spielst damit fast alles, gell? Ja, fast alles. Es ist halt so, eine Bahnflöte ist nur in einer gewissen Tonart gestimmt. Ja. Manchmal muss man, wer es kann, muss man auch Töne spielen, die da drauf nicht enthalten sind. Aber man kann sich auch behelfen mit einer anders gestimmten Bahnflöte.
und dann kann man da variieren. Ne? Super. Wer die unbedingt hören will, soll morgen herkommen. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Gerne. Und was werden wir hören? Einmal eines der bekanntesten Panflötentitel, der einsame Hirte. Darf nicht fehlen. Klar. Oder El Condor Pasa. Und noch einige andere bekannte Titel. Lass uns überraschen. Wenn deine Träume so klein sie auch sind, immer nur Sterben im Himmel. Jetzt habe ich das Stimmwunder da. Also, ich meine, fantastisch. Ich habe jetzt ein paar Lieder gehört, da habe ich geglaubt, die sind leibhaftig da. Danke. Das ist deine Leidenschaft, gell? Ja, Musik ist seit 43 Jahren meine Leidenschaft. Ja, wie gesagt, beim Mandy in der Däne gespielt, 14 Jahre, Frank Gandolfo und. 40 Jahre, da ist das Interview zu kurz wahrscheinlich. Aber wir können gerne mal einen Interviewabend machen. Gerne, ja. In diesem Sinne mit einem kleinen Querschnitt. Aber jetzt reden wir ja da über das schöne Wetter. Zufrieden mit dem Wetter? Ja, Gott sei Dank hat das Wetter hingehauen. 3 Tage machen wir jetzt Osterparty, morgen auch noch mit Joe Star. Und ja, gestern waren die Freiham da, heute bin ich da. Ja, es wird. Jetzt ist dann bald wieder ein Highlight da, das heißt erst das Maifestl, aber dann auch noch der Muttertag und da bist du auch wiederum voll in Action. Muttertag sind wir auch wieder da, da gibt es lauter Specials, also für die Muttis gibt es da Herzlkuchen und viele Überraschungen und ich hoffe, dass halt viele Leute kommen. Und du singst den Händchen auch? Nicht unbedingt, nein, weil das ist immer gefährlich, am Muttertag solche Lieder zu spielen. Dann sage ich schon Danke und wir freuen gerne, uns auf deine Show. Gerne, danke. Era importante, sai, pensare un po' a noi, non stiamo insieme mai, ora sì, ora qui. Sorry, ma perché me un destino. Normalerweise spielt es da immer Freitag Karaoke, das Wetter hat bis jetzt nicht mitgespielt, ne? Leider, ja, leider. Wetterbedingt sind wir ein bisschen gebunden. Ja, schauen wir, was wir nächste Woche zusammenbringen. Das heißt, ist das jetzt jeden Freitag? Jeden Freitag, ja. Der Geros und ich, wir sind zwei Karaoke-Kumpanen, machen einmal abwechselnd, aber der Geros haben wir Karaoke. In welcher Zeit ist das immer? Von 18 bis 22 Uhr. Okay, und was muss ich da kennen? Nix, einfach gute Laune mitbringen. Singen kann ja jeder. In der Badewanne singt auch jeder oder unter der Dusche. Also was für Lieder werden da gespielt? Von Austropop, Englisch, alles mögliche. Country, Western, Musicals, also wir haben alles im Repertoire, wird auch alles gesungen. Super, also das heißt jeden Freitag 18 Uhr herkommen, singen, Spaß haben. Wunderbar, dann sag ich schon Danke. Danke.